Basiskursoptionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Ja, die DVDs unseres Basiskurses, die erste Auflage, die sind noch nicht einmal im Büro und schon sind sie fast ausverkauft. Gerade mal noch knapp 50 Exemplare sind verfügbar. Und wenn du eines dieser letzten Exemplare haben möchtest, dann musst du dich beeilen und dieses jetzt bestellen. Jetzt schnell bestellen und nicht erst auf die zweite Auflage warten. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier auf dem Jens Rabe Kanal, wo es um die Themen Börse, Investment und Trading geht. Heute im Video wird es martialisch, denn wir besprechen einen Schlachtplan. Das ist natürlich das quasi Antwortvideo auf eure vielen Kommentare zu dem Video, wie ich zum Thema Hedging stehe. Denn da habe ich über einen Schlachtplan von mir gesprochen und genau darum geht es im heutigen Video. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich die ganzen Kommentare gelesen habe zum Hedging-Video. Ihr seht, ich bin mittlerweile wieder hier zurück im Büro. Das habe ich ja noch schön auf dem Bötchen sitzend im Urlaub gemacht. Und ganz viele haben dieses Video kommentiert und haben geschrieben, aber jetzt los mal her mit dem Schlachtplan. Wir machen euch das Video hier oben auch nochmal rein, dass ihr, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da reinschauen könnt. So, und ja, wenn ihr natürlich meinen Schlachtplan hören wollt, da ist natürlich nichts Geheimes dabei. Den kann ich euch selbstverständlich verraten. Jetzt ist dieser Schlachtplan allerdings nicht so, dass man sagt, ich mache das, das und das in 2 Minuten erklärt. Und deswegen mache ich hier mehrere Videos daraus. Insgesamt umfasst nämlich mein Schlachtplan 5 Punkte. Und heute hier in diesem Video will ich euch diese 5 Punkte vorstellen und in den nachfolgenden Videos, die dann jetzt in den nächsten 2-3 Wochen kommen werden, werde ich euch jeden einzelnen Punkt vorstellen. Gehen wir also davon aus und hoffen wir, dass jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Wochen jetzt nicht die Börse einbricht, dass ihr dann nicht dasteht ohne Schlachtplan. Falls doch, dann produziere ich die ganz schnell noch nach, sodass ihr sie habt, oder wir machen mal ein ganz langes Video. Okay? Also, was umfasst dieser Schlachtplan? Punkt Nummer 1 ist die Bestandsaufnahme. Oh, langweilig, ne? Aber ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen natürlich erstmal schauen, was ist denn überhaupt passiert? Ich habe ja gesagt, ich möchte in einem wirklichen Börsencrash, in einer Panik hinein, da möchte ich meinen Schlachtplan umsetzen. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist denn überhaupt ein richtiger, oder wie erkenne ich denn überhaupt Panik an den Märkten? Panik an den Märkten ist natürlich nicht dann vorhanden, wenn wir mal an einem Tag im DAX irgendwie 200 Punkte verlieren, sondern da muss schon noch ein bisschen mehr sein. Und auf ein paar Dinge gehe ich dann im ersten Video ein. Wie erkenne ich also eine wirkliche Panik am Markt? Wie mache ich dann eine Bestandsaufnahme? Wie schaut das Depot aus? Und wie kann ich dann entsprechend reagieren? Weil das bedingt natürlich alles Weitere, das heißt die nächsten 4 Punkte innerhalb meines Schlachtplanes. Ganz wichtiger Punkt, nämlich jetzt in einer Phase, wo es ruhig ist, muss ich mir natürlich Gedanken machen. Die meisten machen sich Gedanken, was kann ich denn dann kaufen? Was könnte ich kaufen und so weiter? Alles richtig, aber du musst dir erstmal Gedanken machen, mit welchem Geld willst du das denn überhaupt kaufen? Weil wenn du jetzt ein Depot hast, was vollkommen investiert ist und die Märkte fallen 30% und du hast kein weiteres Geld zur Verfügung, dann brauchst du einen Plan, wie du dann investieren kannst. Und in diesem zweiten Video, also zum Thema, welches Geld nehme ich denn, werden wir darüber sprechen, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Hier schon mal ein paar Dinge angesprochen. Wir werden also über die Möglichkeit eines Margin-Kontos sprechen. Die meisten von euch, die auch Optionen oder Future handeln, die wissen, was ein Margin-Konto ist. Ich weiß aber ganz, ganz viele von euch, die wissen nicht, was ein Margin-Konto ist. Und deswegen werden wir darüber sprechen. Wir werden über einen Wertpapierkredit sprechen. Gibt es sowas? Wenn ja, was macht das für einen Sinn? Was sind da für Bedingungen daran geknüpft? Was müsst ihr dabei beachten? Und der dritte Punkt wird sein, kann man eventuell von einem Trading-Konto in so einer speziellen Situation Geld umschichten in ein Investment-Konto? Was würde ich tun? Hier auch der Hinweis nochmal,
Das ist natürlich mein persönlicher Schlachtplan. Also was würde ich persönlich tun? Das ist jetzt keine Blaupause, wo ihr sagt, die kann ich eins zu eins übernehmen, sondern wenn, dann ist es maximal eine Anregung, was ihr vielleicht machen könnt oder wo ihr euch einzelne Punkte daraus ziehen könnt. So, das war also das Video Nummer 2. Wo nehme ich das Geld her? Was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, dann an Geld zu kommen? Und da glaube ich, werde ich euch den einen oder anderen interessanten Punkt vorstellen können. Video Nummer 3. Was kaufe ich und wie kaufe ich es? Man könnte ja denken, okay, wenn die Märkte crashen, dann geht man einfach los und kauft Aktien. Aber da gibt es ja viele, viele spannende Möglichkeiten. Wir könnten einzelne Aktien kaufen. Wenn ja, welche? Woran machen wir denn das fest? Kaufen wir die am wenigsten gefallen sind? Kaufen wir die am meisten gefallen sind? Kaufen wir Aktien mit einer Dividende? Kaufen wir Aktien ohne eine Dividende? Ne? Müssen wir uns mal drüber unterhalten. Kaufen wir vielleicht gar keine einzelnen Aktien, sondern lieber einen ETF? Und wenn ja, kaufen wir einen normalen ETF oder vielleicht einen gehebelten ETF? Was machen wir? Treten wir vielleicht sogar Futures? Handeln wir vielleicht sogar Optionen? Und alles das zusammen, wie machen wir das? Machen wir das direktional? Kaufe ich die Aktien direkt? Kaufe ich vielleicht lieber eine Option? Wenn ja, was hätte das überhaupt für Vorteile? Also das ist der dritte Punkt, dass wir besprechen, was kaufen wir und wie kaufen wir es? Wie mache ich es und was könnt ihr vielleicht daraus übernehmen? Vierter Punkt wird ein ganz, ganz spannender Punkt für all diejenigen von euch sein, die sich bislang mit dem Thema Volatilität noch nie beschäftigt haben. Denn einer meiner ganz wichtigen Punkte in diesem Crash-Schlachtplan sind Volatilitätstrades. Das sind Sachen, die relativ simpel sind, aber die Masse einfach nicht kennt. Das heißt also, der Handel mit Volatilitätsprodukten, mit sogenannten Volatilitäts-ETFs, mit Volatilitätsoptionen. Und da werde ich euch ein bisschen was drüber erzählen können. Für mich ein ganz, ganz spannender Punkt, wo wir auch immer wieder mal zwischendurch, selbst wenn die Märkte nur mal 10-15% zurückgehen, wo wir schöne Trades machen. Diejenigen von euch, die auch meinen Optionskanal kennen, Optionsstrategien, die kennen vielleicht das ein oder andere schon, aber für alle, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und keine Angst, das klingt komplizierter als es ist, für die wird das natürlich was ganz Neues sein. Volatilitätsprodukte, ganz, ganz wichtiger Punkt und jeder professionelle Investor wird das machen. Warren Buffett, riesengroß in der Finanzkrise, über Volatilitätsprodukte in den Markt eingestiegen. Ich zeige euch was und wie, mein Punkt 4 im Schlachtplan. So, und jetzt kommt natürlich noch der letzte Punkt und der ist mindestens genauso wichtig, nämlich, was mache ich denn, wenn die Durststrecke etwas länger dauert? Wir haben ja in den letzten Jahren, und wer von euch vielleicht das in den letzten 2-3 Jahren an die Börse gekommen ist, überhaupt keinen richtigen Einbruch gesehen. Also es ging mal runter, wie zum Beispiel jetzt im August 2015, naja, 4 Wochen später war alles schon wieder vorbei. Es hat 3 Wochen gedauert oder 2 Wochen ging es runter, dann ging es wieder hoch, alles schon wieder zu Ende. Wer ein bisschen länger dabei ist, der weiß aber auch, es gibt auch mal Phasen, Finanzkrise 2007 beginnend bis ins Jahr 2009, 2000 beginnend bis ins Jahr 2002, die Dotcom-Blase. Das kann ja auch mal länger dauern. Und was mache ich denn in dieser Zeit? Wie kann ich Geld in so einer langen Durstphase verdienen? Und das ist der Punkt 5 in meinem Schlachtplan. Und deswegen werden wir das als letztes besprechen, weil es natürlich auch eine wichtige Variante ist. Weil was nützt uns das, wenn der Markt 30% einbricht? Wir kaufen dann schnell ein paar Aktien und danach bricht er nochmal 20% ein und es dauert 2-3 Jahre, bis es wieder hochgeht. Auch dafür brauchen wir einen Plan und auch das gehört alles mit zum Schlachtplan dazu. So, das waren also diese 5 Punkte. Dazu gibt es also demnächst für jedes einzelne oder für jeden einzelnen Punkt gibt es ein extra Video. Wir müssen mal schauen, die werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden, weil das doch teilweise sehr tief reingeht, aber ich kann euch versprechen, da sind wirklich interessante Sachen dabei. Und wenn ihr euch einmal in einer Phase der Ruhe Gedanken macht, dann seht ihr so einem Crash völlig anders entgegen. Kommt er? Keine Ahnung, vielleicht kommt er auch zu unseren Börsenzeiten nie, nie wieder. Dürft nicht vergessen, Alan Greenspan, der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, hat ja gesagt, die Finanzkrise 2008-2009 war ein One-in-a-Generation. Ereignis. Das heißt also, nur einmal in einer Generation passiert sowas. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir nochmal einen 50% Crash in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bekommen. Wir werden sehen und falls doch, dann sind wir darauf vorbereitet und wenn es mal nur 20% runtergeht, dann können wir den genauso anwenden.
Ich freue mich auf euch, wenn ihr demnächst wieder reinschaltet. Wenn ihr zwischendurch auch zu den einzelnen Punkten schon Fragen habt, ihr wisst, da unten ist die Kommentarfunktion, schreibt mir das Ganze rein und dann sehen wir uns hier bei den nächsten Videos. Euch bis dann alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.